Wladimir Mogilewski, den ich auch über diese Klavierbaufirma damals in Luckenwalde kennengelernt habe, in unserem Konzertsaal, den wir dort hatten. Und er hat auch unseren damaligen Flügel mit eingeweiht, dann als Zweiter, der darauf gespielt hat. Und mit dem habe ich ein längeres Gespräch geführt über seinen langen Weg zu der Qualität, die er heute in den Konzertsaalen landesweit, aber auch weltweit auf die Bühne bringt. Und er ist auch des Öfteren in Leipzig. Ich habe ihn in dem Kammersaal im Gewandhaus auch schon ein paar Mal erlebt, wo er ganz besonders Chopin in einer unglaublichen Art und Weise spielt, aber auch Liszt, Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert, wie sie alle heißen. Und das Irre, was ich da immer faszinierend finde, wenn er dann ohne Noten da Titel spielt, ja, die einfach faszinierend sind, wie man das sozusagen alles aus dem Kopf in dieser Masse an Songs, an Titeln, an Stücken dann auch zelebriert. Hallo Wladimir, das ist schön, dass ich dich heute hier erreiche und dass wir uns nur kurzfristig verabreden konnten für die Sendung Piano D 2023. Ja, danke, freue mich. Ja, du bist gesund, alles in Ordnung bei dir? Alles gut, alles gut. Gut. Meine erste Frage wäre, die vielleicht etwas plump klingt, wenn jemand Klavier spielt, wie bist du zum Klavier gekommen? Ich bin in der Musik, kann man sagen, ich bin geboren, wann ich noch bei Mutti war. Wie gesagt, in Bauch. Ja. So, meine Schwester, ältere Schwester, 10 Jahre älter, sie hat schon regelmäßig Klavier gespielt, geübt. So, ich war immer in der Musik. Ja. Das war natürlich auch entscheidend. Ja, und ich habe immer wieder Musik gehört. Das war praktisch ganze Tage. Also mit der Muttermilch sozusagen von Anfang an mit dem Klavier verbunden und damit also auch immer irgendwo mit dem Klavier konfrontiert. Wo hast du denn Klavier gelernt? Nochmal, wo? Oder wo Klavier gelernt? Musikschule? Ich weiß ja, du kommst aus Moskau. Ja, wie gesagt, das war schon ein langer Prozess. Ja, das waren schon viele Institute. Ja, ich habe angefangen in der Musikschule für begabte Kinder in Moskau. Das heißt, wann war das? Gnesins Schule. Das war Familie von Gnesina, Familie, musikalische Familie von, die waren hoch talentiert, intelligent und Gnesina hat selber direkt bei berühmter Ferruccio Busoni studiert, an dem Moskauer Konservatorium. Und wann war das von der Zeit? Das war noch 19. Jahrhundert. Wann hat sie studiert? Ich natürlich studiert im 20. Jahrhundert. Aber sie hat studiert bei großen Komponisten und großen Pianisten Ferruccio Busoni an dem Moskauer Konservatorium. Sie war Freundin, gute Freundin von unserer großen Sergei Rachmaninov, welche feiern wir dieses Jahr 150. Jubiläum. Die waren sehr, sehr befreundet und praktisch gleiche Jahrgang und gleichzeitig in der Moskauer Konservatorium studiert. Und das war ganz hochtalentierte Familie und Gnesina und ihre Geschwister. Und ihr Bruder zum Beispiel war berühmter Komponist, Schüler von Rimsky-Korsakow. Da wandelst du ja auf ganz, ganz qualitativen Spuren. Und welches Jahr hast du begonnen, Klavier zu lernen, 1900? Lassen wir welche 1900. Ich war 5 Jahre alt, so, sagen wir so. Und, als du 5 Jahre alt warst, das war wann, 1900, die Zahl? 1975. Und ich habe dich ja schon ein paar Mal erlebt und es ist für mich immer wieder faszinierend, wie man sozusagen eine derart große Anzahl, 40, 50 Musikstücke von den unterschiedlichsten Komponisten dann drauf hat und mit welcher Qualität du das spielst, weil wenn ich mich ans Klavier setze, habe ich immer meine liebe Not, die linke und die rechte Hand zu koordinieren und dann auch noch in der Geschwindigkeit. Da bräuchte ich noch Jahre. Du hast das die Jahre hinter dir und hast da. Wie hast du dir solche Komponisten wie Chopin erarbeitet? Weil die sind ja außerordentlich herausfordernd. Ist schwierig, jetzt in 2 Worte erklären.
Ja, ist natürlich ein riesiger Prozess. Hast auch gesagt, schwierig und Jahre braucht. Ich habe auch sehr viele Jahre gebraucht, sehr viel. Wenn man so überhaupt denkt, das ist zwar über 20 Jahre, glaube ich. Ich kann rechnen, das ist 7 Jahre in der Musikschule. Und dann war noch ein extra Jahr dazu. Und dann kam Musik College, noch 4 Jahre. Und dann 5 Jahre Akademie oder Institut damals hieß das, wie Musikhochschule hier. So. Ja, so, wenn man das alles rechnet, das ist schon locker 20 Jahre oder so. So ist natürlich ein langer Weg und immer noch nicht fertig. Ich übe weiter jeden Tag wie ein kleiner, bescheidener, sagen wir so, Schüler. Ja, Demut gehört dazu. Ja, obwohl ich habe einiges geschafft natürlich im Leben, aber man fühlt sich immer noch wie ein Schüler. Man muss immer und hat man noch viel zu erreichen. Ja, muss man. Das ist Kunst. Das kann man nicht, sagen wir so, ist nicht 2 + 2 = 4. Das muss man jedes Mal beweisen, natürlich für Publikum auch, wie eine Prüfung. Und muss man auch immer neue Sachen entdecken und auch technisch und wie gesagt, musikalisch. Ja, es gibt immer Herausforderungen von Chopin. Wenn du fragst über Chopin, ist ganz komplizierter Komponist, ganz komplizierter. Braucht zum Beispiel seine ganz besondere raffinierte Gefühle. Nicht nur technisch natürlich, auch hochanspruchsvoll. Das ist ohne Frage. Und aber vor allem auch musikalisch. Warum wenige Leute können Chopin gut spielen? Er braucht so viel Gefühle wie wenige andere Komponisten, sagen wir so. So man muss als Mensch auch sehr ehrlich sein und gefühlvoll sein. Wenn man distanziert ist, sagen wir so, von Charakter selber, kann man nicht spielen. Chopin wird seine Musik wird, sagen wir so, sterben. Das kann nicht sein. Das sehr Er braucht für den Interpret viel, viel Gefühl und viel auch Freiheit. Braucht die sogenannte Rubate. Ist also, das, ja? Aber natürlich alles im guten Rahmen. Das muss man auch gut dosieren. Das ist auch ein Kunst. Ja? Geschmack, Kunst. Und, ja, Musik ist eine hochkomplizierte Sache, wenn man richtig greift, wenn man richtig weitergeht. Ja. Als Konsument von Musik habe ich natürlich immer solche Vergleiche mit Beethoven, mit Liszt, wo ich ein ähnliches Gefühl habe, dass es da sehr emotional zugeht. Natürlich. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich dich so erlebe, dass du spielst ja alles ohne Noten. Egal jetzt mal welches Stück, wie erschließt man sich denn ein solches Stück? Wie erarbeitet man sich das, ein Stück, was manchmal 15, 20 Minuten geht, das alles in den Kopf zu kriegen? Und das ist ja nicht nur der eine Titel, sondern sind ja viele. Aber wie gehst du, wenn du jetzt etwas Neues erarbeitest, wie gehst du daran? Ich sage so, das ist für mich selbstverständlich, dass es ohne Noten. Ich spiele alles, was ich richtig mit ganzem Herzen liebe. Und das genau, und ist mein Leben, ist nicht nur mein Beruf, ist viel, viel mehr. Und wenn ich spiele, sagen wir so, egal, Mondscheinsonate von Beethoven zum Beispiel, ja, ich liebe dieses Stück, ich liebe Komponisten ohne Ende, ja, ich habe Respekt ohne Ende und dann Begeisterung ohne Ende. Und das jedes Mal, wenn ich spiele, dass es kommt wie von vorne. Ich muss das alles wie von so neue Blatt, sagen wir so, nochmal alles konstruieren, wieder. Und auch Gefühle und alles ganze diese Struktur. Und jedes Mal wie neue, ja, neue Projekt, neue Haus. Ja, na gut, im kleinen Rahmen kenne ich das ja, wenn ich sozusagen auch mit der Gitarre, mit der Geige oder Stinge gespielt habe in einer Band, dann habe ich ja auch ungefähr 60, 70 Titel drauf. Da denke ich ja auch nicht jedes Mal neu nach. Ich spiele es einfach, aber üben muss ich es natürlich auch immer wieder. Nur die Stücke sind ja viel, viel kürzer. Meine, diese Stücke, die du spielst, gut, da sind auch mal 3, 4 Minuten Sachen dabei. Aber einige, wenn die 15, 20, 30 Minuten lang sind, das ist ja die Frage, wie erarbeitet man sich das, ich nehme es wahrscheinlich schon mal vorweg, Stück für Stück? Ja, natürlich. So, natürlich, immer ist unterschiedlich. Jedes Stück ist unterschiedlich, Komponist ist unterschiedlich. Mozart übt man mit einer sagen so, Art und Liszt mit anderer Art zum Beispiel und so weiter. Aber auch innerhalb, sagen wir so, wenn ich einen Abend, zum Beispiel Chopin-Abend gebe, wo nur
Stücke von Chopin sind. Ja. Für mich, die sind trotzdem jedes Stück, auch wenn gleiche Genre, so wie Mazurka, ja, zum Beispiel gibt's, die sind so unterschiedlich, oder Walzer. Nur einer ist langsam nachdenklich, andere ist melancholisch und zweiter und dritter vielleicht Grande Walzer, Brillante, wie Chopin hat auch geschrieben. Mehr Glanz dazu. Ja. So ist alles von Charakter sehr unterschiedlich. Natürlich übt man auch unterschiedlich. Ja. Wenn große oder Suite oder Sonate, dann übt man natürlich große Werk. Ja. Dann übt man natürlich, man guckt man schon, was zuerst wichtig ist, ganzer Maßstab von diesem Werk, wie von Vogelperspektive, und dann okay. übt man, hat man zuerst Ziel im Auge. Also das ist ich könnte mir das so vorstellen, du erfasst ja Noten sofort vom Blatt und kannst das so, ich sag mal, in einer einfachen Form sicher sofort spielen, aber den Charakter dann reinzubringen oder die entsprechende Dynamik oder die entsprechende Leidenschaft reinzubringen, das, was du gerade so geschildert hast, das ist dann der zweite, dritte, vierte Schritt. Aber arbeitet man sich dann Takt für Takt nach vorn? Ja, oft, ja. Aber ich sage so, das ist eine gute Parallele, ja, oder Assoziation mit Bildhauer, ja, mit Skulptor, ja, Skulpturen. Die machen zuerst ganz grob ein Silhouette und dann kommt die sogenannte Feinheit, immer feine, Stückchen für Stückchen, und dann kommt diese, zum Beispiel David von Michelangelo, ja, langsam. Aber zuerst war eine ganz grobe Figur, und dann kommt diese ganze Nuancen mit ganze diese kleine Knochen und so weiter, ja. Das kommt natürlich nicht sofort, das kommt immer Stück für Stück, okay. So genau wie bei mir hier. Man muss natürlich jede ganz wichtig ist, ja, vor allem ein Ziel haben. So was ist Ziel? Das ist ein Charakter und Idee von diesem Stück. Jedes Stück hat seine oder ihre Idee, ja, und das muss man natürlich rauskriegen, okay. Sagen wir so. Okay, danke. Das muss man immer Ziel im Auge haben. Und dann natürlich kommt verschiedene Arbeiten. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, abhängig von diesem Stück. Aber wie gesagt, das Prinzip ist gleich. So, okay. Zuerst ganz große, einfach Ziel, und dann kommen diese Details, sagen wir so, ja. Kommen okay. langsam Nuancen dazu. Okay, prima. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, Wladimir. Ja. Und zwar die erste Frage, was ich mich immer, wenn ich im Konzertsaal sitze und ich höre ein Klavierkonzert. Der Dirigent steht vorn, und wer steuert das Stück? Der Pianist oder auch da der Dirigent? Das sind ja drei Komponenten: Dirigent, Orchester und das Klavier. Wer steuert den Prozess? No, ganz ehrlich, ist natürlich Hauptfigur ist Solist in diesem Fall. Mhm. Ja. Und Dirigent muss großer Freund sein, welcher wird so fein begleiten, ja, so komfortabel für Solist sein. Das so muss normalerweise so funktionieren muss. Aber wie gesagt, manchmal passiert unterschiedliche Sachen. Dirigenten, die sind diejenigen, die haben so viel Macht, und das ist schon sehr gewohnt, sagen wir so. Weil ich habe schon sehr unterschiedliches wahrgenommen, dass der Pianist oder der Cellist, was auch immer, der Solist, hast du gerade gesagt, der findet ja sein eigenes Tempo, und der Dirigent musste ja logischerweise das Tempo des Solisten aufnehmen und das aufs Orchester übertragen. Aber meistens ist ja der erste Geiger auch ein sehr hellhöriger Mensch und Frau oder Mann und nimmt das auch auf, und da passiert das in guter Korrespondenz. Ich habe es aber auch schon erlebt, wo ich das Gefühl hatte, der Dirigent bremst den Solisten. Leider. Das ist natürlich, muss ich sagen, das ist kein guter Dirigent wahrscheinlich. Guter Dirigent, ja, zum Beispiel gibt es Kurt Masur, leider verstorben, ja, in Leipzig, hochgeschätzt auch von mir, Dirigent. Leider habe ich ihn nie getroffen. Ich würde so gerne mit ihm musizieren, ja. Mhm. Aber wie gesagt, leider nicht geklappt. Ganz große Musiker schätze ich immer sehr. Er war fantastischer Dirigent, und nicht nur in Solo-Sinfonien, meine ich, ja, weil er alleine war. Auch mit Solisten. Mhm. Das ist irgendwo andere, diese Begleitung ist nicht so einfach. Das muss man sich ein bisschen zurückhalten, ja. Wie jeder Begleiter. Ja?
Und das ist nicht jeder hat von Charakter diese. Aber er war bestimmt fantastisch. Ich habe ihn nie gekannt. Ich Aber habe ihn. was ich spüre, in Musik kann man viel Ja, spüren. ja, ja. Ich habe Er ihn sehr. hat tatsächlich, er war als Mensch bestimmt großartig. Ja. Ich habe Und er ihn konnte oft sehr, ich habe schon erlebt. gehört, Aufnahmen, er konnte sehr gut begleiten. Das kann nicht jeder. Okay. Zubin Mehta kann perfekt begleiten, ja, zum Also Beispiel, ich ja. habe ihn ein paar Mal erlebt und in Leipzig ist es ja das Tolle, wenn die Orgel nicht spielt, dann kann man ja auch auf der Seite sitzen, dass man den Dirigenten sehen kann. Und das ist mir zwei, dreimal gelungen, sodass ich ihn, dass ich Kurt Masur sozusagen von Gesicht zu Gesicht, er hat mich nicht wahrgenommen, aber ich ihn schon und das war schon ein Genuss. Und so eine ähnliche Sache geht es mir immer, wenn ich, kleinen Moment mal. Also eine kleine, habe ich auch immer erlebt bei Bernstein. Und da gibt es ja eine ganz tolle Aufnahme, wo er sozusagen anfängt zu dirigieren, dann lässt er die Arme sinken und dirigiert nur noch mit dem Gesicht, nur noch mit Mimik, Gestik. Das ist so genial. Ja, ich habe das gesehen. Er war ein großartiger Mensch natürlich, ja, Ja. auch. Sag mal. Bernstein, ganz, ganz großer Musiker natürlich Ja. und Multitasking. Er konnte alles. Er konnte Ja. dirigieren, Klavier spielen und vor allem auch war ganz großer Komponist. Er war toll, er war toll. Aber er hat auch sogenannten Humor ohne Ende und Witze und er war ein fantastischer Mann. Ja. Das habe ich auch gesehen. Das war natürlich Witz, ja, klar. Ja. Das ist Das, natürlich Witz, das. aber bestimmt, er hat gezeigt, dass wie vorbereitet sein Orchester ist. Das ist Ja. natürlich auch wichtig. Nicht jeder Orchester wird so reagieren. Seine Leute waren schon richtig toll. Das ist auch tolle und wichtige Voraussetzung. Ja, ich Ja. denke mal, so wie ich das gelesen habe, ich hatte mich ja mal ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, dirigieren oder führen. Da gibt es auch zwei, drei ganz tolle Bücher dazu. Und da wurde immer wieder gesagt, ein Dirigent ist sozusagen für die Höhepunkte da und ein Dirigent muss ein Gespür dafür haben, wo das Orchester einfach läuft und die Stellen herausfinden, wo er als Dirigent einfach die Punkte setzt, damit sozusagen das dem Orchester sozusagen immer noch mal deutlich wird. Jetzt steuern wir auf einen Höhepunkt zu. Jetzt kommt eine Stelle, wo einfach eine ganz besondere Dynamik oder irgendetwas Besonderes zur Wirkung kommen soll. Ja, natürlich, natürlich. Wie gesagt, gibt's drei Kategorien von Dirigenten. Ja, gute, nicht so gute und ganz schlechte. Ja. So, guter Dirigent muss immer Auftakt geben. Ja, Ja. Auftakt. Heißt, er zeigt, es war noch kein Klang, gar nichts. Er zeigt davor, wie ein General zum Beispiel für Soldaten, ja, für Armee. Er zeigt davor, wohin geht, wann, welche Uhrzeit und so weiter. Ja, Er okay. nimmt alle mit seinen Händen, sagen so ganz Orchester, mit. Ja, mit sich. So, er ist immer vorne, voraus. So, das ist guter Dirigent. Und zweite Kategorie, so also nicht so guter Dirigent, er gibt seine, sagen so, Gesten, sagen so, Er lässt es laufen. gleichzeitig parallel mit Orchester. Und das im Prinzip, man braucht sowas schon nicht mehr, ja, wenn Orchester schon spielt und er praktisch macht so wie Playback, ja, zusammen, sagen wir so, gleichzeitig synchron. Das ist schon falsch. Gibt es Ah leider ja. viele solche Ja, Dirigenten. das ist ja Das ohnehin. natürlich, ja, ganz ehrlich, braucht man schon nicht mehr. Und ganz gibt es noch schlechtere Varianten. Es Echt. waren Dirigenten überhaupt ganze Zeit sucht in der Partitur, wo ich bin überhaupt, wo ich befinde. Das Orchester spielt schneller, als er dirigieren kann. Genau, er sucht überhaupt, Orchester spielt und er sucht diese Stelle, wo überhaupt in diesem Moment Musik befindet. Also, Aber das das ist versteht. natürlich sehr peinlich, aber gibt es sowas auch leider. Aber das verstehe ich insofern nicht, weil ich ja irgendwo gelesen und mich erkundigt habe und herausgefunden habe, das Orchester bestimmt doch ein Stück weit mit, wer Dirigent in einem Orchester ist. Ja, das ist klar. Ich meine einfach, ja, Orchester bestimmt, aber gibt es wie immer in Okay, unserem gibt's Leben trotzdem. manchmal Ja. eine verschiedene Intrigen und keine Ahnung was. Kannst du mir ungefähr eine Jahreszahl mal sagen? Ich weiß, zu ganz frühen Zeiten hat ja das Orchester dirigiert, der Pianist, der Komponist, der hat entweder Geige gespielt oder Klavier, am Flügel gesessen und hat von dort aus dirigiert. Wann kam ungefähr auf, dass es dann separate Dirigenten gab? Och, das möchte ich jetzt nicht Ja, falsch okay, sagen gut, dann schlage sagen. ich nochmal nach, dann suche ich mir das noch raus. Ja, eine letzte Frage habe ich noch.
Sagt dir der Piano D etwas? Also das weißt du ja nur besser als ich. Das Klavier hat eine entsprechende Anzahl von Tasten und der 88. Tag im Jahr ist der 29. März und den hat vor 7 oder 8 Jahren jemand aus Berlin zum Piano D gekürt und wir sind damals, als wir bei Niendorf waren, der Jörg und ich, sind da aufgesprungen und haben ja 2018 haben wir da ja auch in Luckenwalde eine große Session gemacht mit unterschiedlichen Schaltungen von Australien, Japan, Shanghai über Moskau, Leningrad, Leipzig, Manchester bis rüber nach Los Angeles, Venice Beach. Und dort haben wir ja dann Kontaktflashes gemacht und haben das nach Luckenwalde gespielt. Und dort im Saal haben wir dann immer diese Ausschnitte aus den entsprechenden Orten uns dann angeguckt. Sagt dir dieser Tag schon etwas und bist du möglicherweise eingebunden mit einem Konzert? Dieses Jahr nicht, ja, nicht angebunden, aber natürlich habe ich schon mitbekommen alles, das ist klar. Ich finde, das ist eine wunderbare Sache und eine wunderbare Idee. Und ich liebe sehr Klavier und natürlich ohne Ende Musik, Klaviermusik ohne Ende. Und habe ich natürlich mein eigenes Leben schon lange gewidmet. Ja. Das ist klar. Also für mich ist natürlich ganz Besonderes. Ja, und das ist schön, dass sowas gibt. Und ja, ich wünsche, dass immer wird noch verbreiter, noch mehr und noch mehr Interesse und auch weltweit noch mehr Interesse für Klaviermusik. Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und für mich natürlich war und bleibt und wir bleiben Klavier wie König des Instrumentes, mein liebstes Instrument. Und tatsächlich klingt wie Orchester oder kann man alles machen, wie kein anderes Instrument überhaupt. Er braucht praktisch keine Unterstützung. Ja. Dieses Instrument vielleicht einzige kann stundenlang kann man hören. Ja, und nicht aufgeben oder nicht müde sein, sagen wir so. Ja. Mhm. Hören und Spaß haben. Das, glaube ich, einzige Instrument. Und welche hat alle Ressourcen. Gut. Ja, das ist natürlich einmalig. So, ich wünsche natürlich, dass dieser Tag wird weiterhin geben und noch mehr weltweit Fans, Klavierfans. Ja, und möglicherweise auch viel mehr Menschen noch verbinden. Das ist, nun mache ich noch so einen Schlenker, eine friedlichere Welt durch die Musik und durch den Klang. Wladimir, ich danke dir und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder in Leipzig sehen, im Gewandhaus. Da bist du ja ab und zu mal im Kammersaal. Und da weißt du schon, wann du das nächste Mal möglicherweise in Leipzig bist? Dieses Jahr leider nicht. Oh, schade. Ja, ich war natürlich auch in großen Saal schon dreimal. Ja? Das das habe ich verpasst. Mhm. Genau, war ich auch in alle Säle. Das war dann vor der Zeit. Ich liebe, Leipzig, ganz Besonderes, muss ich sagen, und schätze um Gewandhaus natürlich. Aber Leipzig ist ganz tolle, besondere Stadt, sehr musikalische Stadt und war immer so. Muss ich natürlich ganze Geschichte jetzt nicht. Ich habe ja vor ein paar Wochen habe ich eine Sendung gemacht zu Robert und Clara Schumann und das mit Liszt und mit Mendelssohn Bartholdy. Da haben sich ja in der Zeit doch der eine dem anderen die Klinke in die Hand gedrückt und waren hier gemeinsam verbunden und haben gemeinsam tolle Musik schon produziert. Lieber Wladimir, ich bedanke mich. Ja, ich würde gerne diese Zeit leben, ganz ehrlich, und alle Personen kennenlernen. Ja. Wenn man so denkt, 1810 Chopin geboren und Schumann geboren und 1811 Liszt geboren. Das ist schon, sagt alles, im gleiche Jahr so viele ganz, ganz, ganz große, ja. Das ist natürlich unglaublich. Ich habe mich gerade mit den Myrten beschäftigt von Schumann, die ja Clara Schumann zum Hochzeitstag geschenkt hat. Und da habe ich einige Dinge rausgesucht. Spannend ist ja auch, was da verarbeitet ist. Weil man darf nicht vergessen, da steckt dann inhaltlich auch noch Heine drin, Goethe drin und einige andere, Namen fallen mir jetzt gerade nicht ein, Schriftsteller, deren Gedichte dann Schumann dort auch verarbeitet hat. Also da kommt so viel zusammen, da kann man Geschichte nicht mehr horizontal sehen, man muss es vertikal sehen. Wer hat zur gleichen Zeit
sozusagen gemeinsam komponiert, gearbeitet, sich gekannt, Briefe ausgetauscht. Brahms gehört dann noch dazu in den Rahmen. Unglaublich. Noch mehr, natürlich. Unglaublich, natürlich. Was da passiert ist. Ich bedanke mich jetzt, sonst muss ich so viel wegschneiden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du so spontan bereit warst, das Interview zur Vorbereitung auf den 29.03. zum Piano D 2023. Habe gerne gemacht und wie gesagt, ich wünsche für alle viel Spaß an diesem Tag. Hören Sie bitte mehr Klaviermusik und genießen Sie das. Das ist das Beste, was gibt's überhaupt. Das werden wir tun. Bleib schön gesund, genau. Und tschüss. Ja, alles gut. Ja. Alles gut. Bitte.